Wir wurden gegen ca. 13.40 Uhr alarmiert zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand auf der Wilhelmstraße. Wir sind im ersten Alarm oder im ersten Abmarsch losgefahren mit zwei Zügen der Berufsfeuerwehr und einer Löscheinheit. Im weiteren Verlauf haben wir noch ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr und eine Löscheinheit nachalarmiert. Im Erstangriff haben wir zwei Trupps unter Pressluftatmer im Innenangriff eingesetzt und beide fortbefindlichen Drehleitern im Außenangriff und haben somit die Brandbekämpfung gestartet. Also die Löschmaßnahmen bereiteten uns ein bisschen Schwierigkeiten im Dachgeschoss, weil der Dachgeschoss relativ voll stand. Die Trupps im Innenangriff haben zusammen mit den Drehleiterbesatzungen von außen das Dach geöffnet und somit konnten die Löschmaßnahmen vorangebracht werden. Bei unserem Eintreffen war das Gebäude bereits geräumt. Alle Anwohner befanden sich in Sicherheit. Die Lage stellte sich so dar, dass schon der Brand im Dach oder im Dachgeschoss vorangeschritten war und wir somit direkt die Maßnahmen beginnen konnten. Unterm Strich hatten wir ca. 50 bis 60 Einsatzkräfte gesamt vor Ort. Des Weiteren wurden die Feuerwache 2 und die Feuerwache 3 von den freiwilligen Einheiten besetzt. Der H-Dienst war mit an der Einsatzstelle und auch der A-Dienst, der dann im Verlauf des Einsatzes auch die Einsatzstelle übernommen hat. Nein, Besonderheiten gab es an der Einsatzstelle gar nicht. Also der Einsatz verlief relativ problemlos. Genau, wir hatten zu Beginn eine relativ starke Rauchentwicklung. Nur in dem Bereich der angrenzenden Gebäude war jetzt keine Gefährdung und wir haben auch keine weiteren Maßnahmen getroffen. Das ist effektiv.
Ich muss schon reinlaufen. Ja, die Ware.